Hallo, guten Morgen, meine Lieben. Hier kommt das Tagesorakel für den 9. Juli 2021. Wie bei jedem Tagesorakel beginne ich mit einer Überschriftskarte, diesmal aus dem Orakel der Krafttiere. Dann gibt es rechts und links jeweils einen Stapel zur Auswahl. Die könnt ihr beide für euch nehmen. Ihr könnt sie mit Personen oder Themen belegen. Das bleibt eure Entscheidung und euch allein vorbehalten. Wie all meine Orakel ist auch dieses wieder ein allgemeines Orakel. Das heißt, die Aussagen können auf euch zutreffen, müssen es aber nicht zwingend. Aber das merkt ihr ziemlich schnell, wenn ihr in die Deutung reinhört, dann ist man da schnell informiert, ob das für den heutigen Tag für einen gilt oder eher nicht. Waren zwei, ja. Die verwendeten Kartendecks von all meinen Orakeln, die findet ihr hier unter meinem Link, das heißt in dieser Infobox. Und ja, auch heute möchte ich mich natürlich nach wie vor bei euch ganz herzlich bedanken für jeden Daumen hoch, den ihr mir da lasst, für jeden netten Kommentar und natürlich auch für jedes Aktivieren des Glöckchens, womit ihr ein kostenloses Abo auf meinem Kanal abschließt. Und somit eigentlich immer sofort informiert werdet, wenn ich neue Orakel hochlade. Ja, und für mich hat es halt den Vorteil, dass ich dadurch sehe, wie viele Menschen sich für meine Orakel interessieren, weil ich dann damit auch Zahlen vor Augen habe und sehen kann, wen ich damit wirklich erreiche. Und wem ich damit eine Freude machen kann. Ja, so ist das für beide Seiten in gewisser Weise eine Win-Win-Situation. Und das ist ja das, was man so gegenseitig anstrebt, ne? Dass jeder davon seinen Nutzen hat. Und seine Freude damit, ne? So soll das eigentlich damit unterstrichen sein. So, jetzt kommen noch die Lenormand. Diesmal das Licht- und Schatten-Lenormand-Deck von der Angelina Schulze, glaube ich, war das. Licht und Schatten, genau. Angelina Schulze. So, ihr Lieben, dann beginnen wir mit der Überschriftskarte. Da haben wir das Chamäleon. Tu so, als ob. Ja, so ein Chamäleon ist ja anpassungsfähig, ne? Und das wird manchmal auch von uns verlangt. Also manchmal, es kommt immer auf die Situation drauf an. Sollte man natürlich auch beachten. Manchmal ist es besser, bevor man groß diskutiert, dass man einfach ja so tut, als ob, so wie es da eigentlich auch gesagt wird. So nach dem Motto, man wird gefragt, ja, bist du zufrieden? Ja, bin ich. Man tut so, als ob. Worüber soll man da diskutieren, was einen vielleicht in dem Moment nicht glücklich macht? Also in manchen Dingen, man muss eben abwägen, wo es angebracht ist und wo nicht. So, und jetzt schauen wir, beginnen mit der linken Seite, mit dem Seelenengel. Da haben wir den Engel der Träume. Glaube an die Erfüllung deiner Träume. Ja,
Damit tun wir uns, glaube ich, immer ein bisschen schwer, weil, ja, ich denke, man sagt so oft, ach, dein Traum wird sich erfüllen, aber es ist nicht greifbar. Ja, Träume sind nicht greifbar. Es ist etwas, was für uns vielleicht eher illusorisch erscheint und damit so ganz weit weg ist. Aber die Seelenengel weisen dich darauf hin. Glaube an die Erfüllung deiner Träume. Also wer hier die linke Seite gewählt hat, sollte da vielleicht wirklich positiv rangehen und sagen, ja doch, ich glaube daran, irgendwann wird das passieren. Und bei den Seelenbotschaften haben wir Harmonie in deinem Zuhause. Indem du dein Zuhause verschönerst, etwas neu gestaltest, sorgst du für Harmonie in deinem Umfeld und in dir. Ja, das ist natürlich auch so. Ich meine, jeder weiß doch, was man mitunter für Freude empfindet, wenn man irgendetwas in seiner Wohnung erneuert. Ob es eine neue Tapete, eine neue Farbe, ein neuer Gegenstand ist. Es ist doch so, dass einem dieses ganz viel Freude bereiten kann, dass man sagt, wow, super, das habe ich mir so vorgestellt, das ist toll. Löst eben Freude in einem aus. Und auch das, selbst das kann die Erfüllung deiner Träume darstellen, dass du einfach jetzt vielleicht in der Lage bist, dir diesen Traum von einem neuen Möbelstück zum Beispiel zu erfüllen. Du hast die finanziellen Möglichkeiten, das jetzt umzusetzen. Die Erfüllung der Träume heißt ja nicht immer, dass wir vom großen Schloss und weiß ich was träumen, sondern dass es sich vielleicht manchmal auch auf diese kleinen, weltlich normalen Dinge bezieht. Und da ist es dann schon so, dass sich so ein Traum erfüllt, indem ich sage, wow, ich habe so lange gespart, aber jetzt bin ich in der Lage. Und damit erfüllt sich halt der Traum, den man dann vielleicht umsetzt. Und das Seelenreich sagt, habe den Mut, frei zu sein und wisse, Freiheit fängt dort an, wo das Wollen aufhört. Ja, auch das ist ein sehr weiser Spruch. Indem man eigentlich erkennt, dass man dieses Ich will das und das, dass man das vielleicht ablegen muss, dass man einfach erkennen muss, es ist nicht immer alles möglich, dass sich Wünsche und Träume erfüllen, so wie es hier zwar gesagt wird, aber nicht, weil ich es will, sondern weil es vielleicht ein Geschenk ist aus dem Universum, dass ich jetzt in der Lage dazu bin. Vielleicht muss ich erst dahin kommen, dass ich erkenne, dass ich nicht immer nur fordern kann, ich will das und das, sondern dass ich vielleicht einfach mal das so akzeptiere, so tue, als ob ich eigentlich in der Lage bin, dieses Wollen mal abzulegen. Natürlich soll man da nicht schauspielern und so tun, als ob, sondern man soll es von seinem Inneren schon, von der Überzeugung her so umsetzen, dass man sagt, ich komme davon auch weg, ich freue mich, erfreue mich an dem, was möglich ist und was meine Träume eben Wirklichkeit werden lässt. Ja, und das ist eigentlich ein ganz großer, ja, etwas Wunderbares. Und hier haben wir auch wieder das Ganze super unterstrichen. Wir haben bei den Lenormand die Sterne, wir haben den Mond und wir haben den Brief. Also das Ganze, diese Erfüllung eurer Träume, dieses Umsetzen, etwas Wunderbares zu schaffen, ob in eurem Zuhause oder aber auch in der Verwirklichung eurer Träume. Das kann sich erfüllen. Vieles war verhangen, war illusorisch. Das heißt, dieses Illusorische ist immer das, was ich meinte, dass man sich irgendetwas erträumt und denkt, naja, ist sowieso nur Illusion, wird sich nicht erfüllen.
Das hat jetzt ein Ende. Alles, was ihr so verhangen gesehen habt, ist jetzt im Grunde genommen im Zusammenhang mit Nachrichten, die ihr erhalten werdet. Dadurch kommt es zur Klarheit. Das heißt, eure Träume könnt ihr jetzt umsetzen. Es kommt durch die Klarheit zu Wunscherfüllungen. Das heißt, die Träume können jetzt wahr werden, egal in welcher Richtung. Ihr werdet durch eine Nachricht dieser Intuition folgen können, das umzusetzen und in die Klarheit zu gehen. Und damit werden sich eure Wünsche manifestieren und erfüllen können. Also das ist im Grunde genommen wirklich so, dass man sagen kann, ihr könnt es annehmen, ihr könnt es greifen. Glaubt einfach daran. Macht es nicht so, dass ihr das nur immer illusorisch vor Augen habt, sondern vertraut mal darauf, dass es wirklich werden kann. Das ist eigentlich damit gemeint. Und denkt doch vielleicht einfach mal, tut so, als wenn es schon soweit ist. Denn damit lockt ihr es immer mehr an. Das ist im Grunde genommen das Manifestieren. Wenn ich immer mehr an irgendwas glaube, was ich mir fest vorgenommen habe, wie gesagt, was keiner Fantasterei entspringt, sondern wirklich reell machbar wäre. Wenn ich daran fest glaube und mir das immer wieder vor Augen halte und so tue, als ob ich das vielleicht schon habe, dann wird es sich manifestieren und es wird irgendwann sich umsetzen. Es wird wahr werden. Die Träume werden in Erfüllung gehen. Und wir schauen, was die rechte Seite hat von den Seelenengeln, der Engel des Mutes. Was auch geschehen sein mag, schau nach vorne. Schau nach vorn, was vor dir liegt. Vor dir liegen viele neue Chancen. Also egal, welche Hindernisse es in deinem Leben jetzt hier für die rechte Seite gibt, gib nicht auf. Auch die Hindernisse, auch aus Hindernissen, aus Schwierigkeiten kann man etwas lernen. Man zieht Lehren aus allem, was man im Leben auch an Negativen gelernt hat, daraus, ja, doppeldeutig jetzt, also das, was ich Negatives erlebe, daraus ziehe ich Lehre. Das heißt, es wird mir mitunter nicht nochmal passieren, weil ich daraus was gelernt habe. Und das ist damit gemeint, dass du im Grunde genommen, egal was sonst so um dich rum schon passiert sein mag, dass du einfach trotzdem das Vertrauen nicht verlierst und voller Mut rangehst und sagst, ich habe ja daraus gelernt, also gehe ich dieses Problem jetzt anders an und habe damit die Chance, das Problem wirklich beseitigen zu können. Und du hast die Hilfe, denn hier haben wir aus dem Seelenbotschaften die Karte Jenseitskontakte. Du erhältst Botschaften aus der geistigen Welt. Hab keine Angst. Ja, das ist im Grunde genommen das, was dich unterstützen soll. Der Engel des Mutes sagt dir ja, du sollst das vergessen, was schiefgelaufen ist, ja, und sollst nach vorne schauen. Und du wirst darauf hingewiesen, dass du Botschaften erhältst aus dem Jenseits, aus der geistigen Welt, die dir keine Angst machen sollen. Diese Botschaften kannst du auch in Form von Träumen erhalten. Oder es sind Situationen, wo du auf einmal das Gefühl hast, ach, dieser Duft kommt mir so bekannt vor. Und er erinnert dich vielleicht an irgendjemand, der sich hier von der irdischen Welt schon verabschiedet hat. Dann sei gewiss, dass derjenige dir bei dem, was du vorhast, wo du den Mut brauchst, um es umzusetzen, dann sei gewiss, dass derjenige dir helfend zur Seite steht. Und das Seelenreich
Die Seelenreichkarten, die sagen dazu, lebe als Träumer auf dieser Welt und erschaffe dadurch eine paradiesische Zukunft. Ja, ich sage mir immer, träumen in gewisser Weise ist gut, aber man soll auch nicht zu sehr in seinen Träumen verharren, weil man vielleicht dadurch die Realität zu sehr aus den Augen verliert. Also ich denke, dass man Träume haben soll und auch dranbleiben soll, um diese zu verwirklichen. Aber man sollte auch sich nicht zu sehr in der Träumerei verlieren, um nicht den Anschluss bzw. die Realität aus den Augen zu verlieren. Also ich denke, da muss man hier so diesen Mittelweg finden, so wie es hier einfach heißt, wirklich nach vorne zu schauen, auch wenn alles nicht so einfach gelaufen ist, darauf zu vertrauen, dass du Botschaften aus der geistigen Welt erhältst, die dir in irgendeiner Form nahegebracht werden und dass du dann erkennst, dass sich Träume auch verwirklichen lassen. Aber wie gesagt, realistische Träume und indem man sich nicht zu sehr darin verliert. Und bei den Orakelkarten haben wir den Baum, wir haben den Fuchs und den Blumenstrauß. Das heißt, das, was du durch den Engel des Mutes unterstrichen bekommen hast, das, was schiefgelaufen ist, sollte dich nicht daran hindern, nach vorne zu gucken. Deine Träume trotzdem versuchen umzusetzen und daran zu glauben, dass du Hilfe hast. Denn du bist auf dem besten Weg, dich wieder neu zu verwurzeln, in die Stabilität zu kommen. Der Baum hat Kraft, er verwurzelt sich. Es wird etwas bei dir praktisch neu beginnen. Es ist wie ein neues Verwurzeln. Du bist intelligent genug. Der Fuchs, der dir vielleicht vorher Steine in den Weg gelegt hat, vielleicht auch durch Personen, die dir nicht gut getan haben, der Fuchs geht raus. Das heißt, alles, was negativ war, das, was hier auch der Engel des Mutes sagt, ist auch das, was schiefgelaufen ist, nimm es trotzdem an und sage dir, es kommt was Besseres. Und das stellt hier der Baum dar. Du kommst wieder in diese Festigkeit. Du kannst dich wieder neu verwurzeln. Und es kommen super Einladungen, super Geschenke auf dich zu. Du gehst genau den richtigen Weg, wenn du das einfach umsetzt und dir sagst, ich schaue nach vorne. Ich bin mutig genug, diesen Weg zu gehen. Dann bist du also auch gewappnet und kannst gegen diese Intrigen, die man dir vielleicht, diese Hindernisse, die dir in den Weg gelegt wurden, durch falsche Personen mitunter auch, die gehen raus. Du schaffst es, dich neu zu erden, dich neu zu verwurzeln und Kraft zu schöpfen. Und das bringt dir eigentlich die Freude, die Einladungen, die Geschenke und eigentlich wieder totale Lebensfreude. Und das ist eigentlich das, was ja jeder für uns eigentlich so als Überschrift, sage ich mal, für sich gerne in Anspruch nehmen würde. Ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch heute einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn ihr auch morgen wieder vorbeischaut. Alles Liebe für euch!